10 fängt heute an, um 8:30 beginnt die Crewshow. Also die Tombola, das ist, entweder am Anfang oder sonst in der Mitte drinnen. Heute noch, nicht erst den 14 Tagen. Fragen Sie nicht viel. So, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Danke, gleichfalls. Danke. Das war der Vlad Dracul, also der Teufel. Und er hatte Vlad und seinen Bruder Radul als Geisel nach Anatolien geschickt, um den türkischen Herrschern seinen guten Willen zu zeigen. Diese eigenmächtige Handlung hat den Prinz von Transsilvanien, den Janos Unyadi, so verärgert, dass er den Vlad Dracul ermorden ließ. Vlad Junior ist dann von den Türken freigelassen worden und Unyadi hat ihn zum Herrscher über die Walachei erklärt. In jener Zeit war es eigentlich ziemlich normal, dass der Vater oder meine Damen und Herren, direkt vor uns sehen Sie jetzt schon den Babakai-Felsen aus der Donau aufragen. Da gibt es gruselige Sagen vom Babakai-Felsen, der direkt neben der Burg Kolobatz steht. Sie jetzt schon die Ruine Kolobatz. Erbaut worden ist die Burg am Ende des 14. Anfang 15. Jahrhunderts. Heute gilt sie als eine der schönsten Burgen an der Donau. Neun mächtige Türme sind in Dreiergruppen mit dicken Ringmauern verbunden. Diese Festung hat
Asselt, die sich wirklich aus dem Oberdeck gönnen. Nehmen Sie sich eine Jacke mit, aber dazu sollten Sie auf keinen Fall in die Kabine oder im unteren Teil des Schiffes vorbei. Alle an diesem Ereignis beteiligten Arbeiter und Soldaten hat Hetzels Nachfolger dann erschlagen lassen, damit man das Geheimnis seines Grabes nicht herausfindet. Es gibt noch eine weitere Geschichte. Da geht's mir wie so vielen Ehemännern, wo die Ehefrauen glauben, dass irgendwas ihr Leibspeis ist und es ist. Ich hab schon angegessen, Dittis. Danke, danke, Dittis. Bitte für die Gäste. Nur das Beste für die Gäste. Jetzt hat's mich hergegessen. Was ist jetzt?
Ehemalige Signalstation. Das Ganze wurde auf 45 Meter Höhe gesetzt und dient heute als Kirche. Und in ganz wenigen Metern werden Sie gleich einen wunderbaren Kopf des Kaisers Decebal sehen können. Hier machen wir das Schiff ganz kurz stetig. Das ist einer der schönsten Anblicke, die Sie auf dieser Strecke haben. Der Kopf des Darker Kaisers Decebal. Kilometer halte ich Sie jetzt noch hier herum am Oberdeck, 3 Kilometer lang noch, 5 Minuten, 6 Minuten. Dann können Sie noch die letzte große Sehenswürdigkeit des Kataraktes sehen, und zwar die Tabula Traianis, die Trajanstafel, das letzte große Fotomotiv auf dieser Strecke.
sunt fractibus superatis viam pretefectit. Übersetzt der Sohn der göttlichen Nerva und des regierenden Kaisers Nerva Traianus Augustus Germanicus, Pontifex Maximus, zum vierten Mal Tribun, zum vierten Mal Vater des Vaterlandes und Konsul, hat Gebirge und Ströme überwunden und diese Straße erbaut. 40 Meter ist nach oben versetzt worden, als gestaut wurde. Und mit der Passage dieser letzten Sehenswürdigkeit auf der Gebirgsstrecke. Der Stau, der vom Alwasser etwa 150 Kilometer zurückreicht, sind für die Schifffahrt die gefährlichen Charaktere verschwunden. Und auch einen Vorspann oder Treibler braucht man nicht mehr. 200 Kilometer Straßen und 25 Kilometer Eisenbahn sowie 26 Dörfer mussten höher gelegt werden, um diesen Staudamm zu bauen. 23.000 Bewohner sind umgesiedelt worden.
Nummer 404, meine Lieblingsbären. Und noch ein Johann Strauß-Taler für die 331. Auf der Johannstrauß fahren wir in die weite Welt hinaus. Auf der Donau von Wien bis zum Schwarzen Meer ist unser Begehr. An Bord wurden wir liebevoll aufgenommen und so hat unsere Reise begonnen. Die Crew steht für uns bereit und verwöhnt uns jederzeit. Verantwortlich dafür ist ein netter Schlanker, Kennzeichen offener Janker. Für das leibliche Wohl zuständig ist Sigi, der Kärntner Bur. Und ich garantiere euch, wir nehmen alle kräftig zu. Das nehmen wir weiterhin auf uns sehr gern. Drum geben wir dem Sigi stellvertretend für alle eine Haube mit 6 Sternen. Er hat ja schon so manchen Stern gerissen, aber wenn es ihm 45 mehr geben, geht er nach Amerika. So, meine Damen und Herren, und wir haben keinen Bühnentechniker, da muss unser Barkeeper einspringen. Deshalb während der Crewshow, meine Damen und Herren, gibt es ein stark eingeschränktes, nämlich gar kein Service hier heraus. Ich hoffe, Sie sind alle versorgt, weil wir können uns jetzt nicht um Sie kümmern. Das Licht geht aus, wir gehen nicht nach Haus. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der einzigartigen, fantastischen, unglaublichen Crewshow, der MS Johann Strauß.